nachdem man auf das 2:2 rangekommen ist, nach einem etwas schwächeren Start, ist man sicherlich enttäuscht, auch über die Tatsache, dass es jetzt die 6. Niederlage in Folge war in der Oberliga. Ja, ich werde jetzt nicht über die Niederlagen zuvor sprechen. Das war heute schade, weil man gegen eine sehr gute Mannschaft einen 0-2 Rückstand aufholen und dann natürlich ein Tor bekommen, das man jede Woche bekommt. Aber die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt in der zweiten Halbzeit. Und das stimmt mich eigentlich positiv. Das war die Situation, in der wir im Moment stecken, positiv gestalten können und hoffentlich in diesem Stil weitermachen und die neuen Spiele, die jetzt noch ausstehen, nutzen, um letztendlich die Punkte zu holen, die man braucht, um die Liga zu halten. Die Verletzungsmisere setzt sich fort. Manuel Hasel hat sich heute verletzt. Wissen Sie da schon genaueres? Ja, also bei Manu sieht es so aus, dass er scheinbar einen Muskelfaserriss hat. Wird, denke ich mal, ausfallen. Sind es, glaube ich, noch 11 einsatzfähige Spieler. Aber das bin ich in den letzten Wochen ja gewohnt. Das wirft mir jetzt auch nicht mehr um. Wir werden versuchen, wieder 11 fitte Spieler auf den Platz zu bekommen. Natürlich, die Wechselmöglichkeiten von der Bank her sind eingeschränkt, dass man da was verändern kann. Aber die Situation ist einfach so. Das gibt es vielleicht alle 10, 20 Jahre mal, dass man so viel angeschlagene Spieler hat und auch so langwierige Verletzungen. Aber es bringt uns ja nichts, wenn wir darüber diskutieren. Wir müssen die Situation annehmen und versuchen, das Beste draus zu machen. Jetzt hat man 30 Punkte, steckt in einer Negativserie drin, Verletztenmisere. Wie kritisch ist die Situation gerade? Äußerst kritisch. Da brauchen wir ja nur die Tabelle lesen und dann unsere Situation anschauen, wer alles nicht zur Verfügung steht. Aber das hilft ja alles nichts. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Die Situation annehmen, Woche für Woche versuchen, das Beste zu geben und dann werden wir sehen, ob es zum Schluss reicht. Was gibt Hoffnung, dass sich vielleicht diese Negativserie wenden könnte? Ja, wir werden halt wie immer, wir werden versuchen, die Fehler zu analysieren. Der Mannschaft dann im Training wieder versuchen, Selbstvertrauen zu geben, einfach abhaken, jedes Spiel nutzen, in jedem Spiel alles geben und das ist die Hoffnung, die ich habe, weil die Mannschaft hat sich ja heute auch nach dem 2:0 Rückstand gegen eine sehr starke Bissinger Mannschaft zurückgemeldet und dass man dann das Spiel verliert, ist wiederum ein Nackenschlag, aber irgendwann hört es einmal auf und dreht sich in die andere Richtung. Deswegen bleibe ich nach wie vor positiv und hoffe, dass wir den Abstiegskampf erfolgreich bestehen. Ihr nächster Gegner ist dann der Balinger SC. Es ist ein Auswärtsspiel. Denkt man überhaupt in so einer Situation an den Gegner oder ist man ganz mit den eigenen Problemen beschäftigt? In erster Linie denkt man natürlich mal daran, wie viele Spieler einem zur Verfügung stehen. Aber in der Spielvorbereitung werden wir uns natürlich dann wieder versuchen, auf den Balinger SC einzustellen. Wir waren letztes Jahr auch noch in der Regionalliga, eine gute Mannschaft. Wir werden wieder alles probieren. Wir dürfen die Köpfe nicht in den Sand stecken. Wir müssen positiv bleiben und dann denke ich, dass wir das hinkriegen, die Klasse zu halten.